Also man muss jetzt nicht irgendwie denken, so, oh krass, sie haben sich jetzt geküsst, da läuft bestimmt auch in Real Life irgendetwas oder nicht, man weiß es ja nicht. Aber was ich dazu sagen kann, das ist eine Szene wie jede andere auch. Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Loris und ich freue mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Ja, es ist soweit, Folge Nummer 5 ist online und zwar... Sein erster Kuss ist eine Überraschung. Also, mein erster Kuss ist eine Überraschung. Ich werde es heute wieder so machen, dass ich wieder gewisse Szenen mit rausziehen werde und die nochmal ein bisschen kommentiere, wie das genau so war, die zu drehen und was da genau so besonders war und ob da vielleicht auch ein paar Outtakes mit dabei sind. Genau, lasst euch überraschen und ich würde sagen, here we go. Diese Szene mussten wir auch des Öfteren drehen, weil die Ulrike einfach so wunderschön geschnarcht hat und wir mussten da echt oft das Lachen verkneifen und die Szene einfach wieder drehen und wieder drehen und wieder drehen, weil ich es und Marie einfach nicht gepackt haben, nicht zu lachen. Here we go. Wie bist du hier reingekommen? Musik macht das auch immer so schön spannend. Wie kommst du da rein, Frank? Du weißt, dass Ulrike da schläft. Was soll das? Ich wollte dich überraschen. Komm. Wollten wir nicht krass Klassenfahrt anschauen, du kleine Snitch? Ist okay? Ja. Ja. Dann können wir uns setzen. Guck mal, Decke, damit du auch ein bisschen Wärme hast. Schon sehr, sehr aufmerksam von mir, würde ich sagen. Und auch wirklich sehr romantisch. Ich meine, so bin ich ja auch absoluter Romantiker. Sag jetzt mal nichts dazu. Ich lasse es mal unkommentiert. Vielleicht wisst ihr ja mehr, ob ich es bin oder nicht. Lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare. Wir machen weiter. Aber du brauchst auch ein bisschen was. Okay, danke schön. Ja, aber voll schön, dass es jetzt mit dem Einzeldate doch noch geklappt hat. Ja, ich bin auch schon glücklich. Also vor allem, das Interessante ist ja halt auch, dass niemand weiß, dass wir hier sind. Das hat schon was Anziehendes, muss ich sagen. Ja, ich meine, es ging ja nicht um den Regelbruch an sich, sondern ich wollte dich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen. Ja, das freut mich. So, die eine, die mich vorhin gerade abgeholt hat, die... Wie heißt die nochmal? Geile Szene. Ja, es sind einfach zu viele Girls, ne? Da hat man auch keinen Überblick mehr, ist einfach so. Aber ich spüre das, dass da wirklich was zwischen uns liegt, in diesem wunderschönen warmen Nachtluft hier. Ich heiße Marie und es ist arschkalt hier. Eine geile Szene, die hat auch echt Spaß gemacht, das zu drehen, als ich das Drehbuch gelesen habe und das wir danach umgesetzt haben. Es ist einfach so geil mit der Decke da, wie schon erwähnt vorhin, der Riesenromantiker, ne, der sehr aufmerksam ist, lässt sie, wie auch immer sie heißt, da hinten erfrieren. Schön, eine schöne Szene. Weiter geht's. Das schneidet ihr natürlich wieder raus. Man hat es fast nicht mehr gehört. Sie sagen noch, das schneidet man dann natürlich wieder raus. Ja. Ja, ich will, dass du es mal wirklich versuchst bei ihr. Okay, ja. Du machst deinen Job. Also es ist auch echt schön zu sehen, ne, wie Cordula sich drum bemüht, dass sie doch jetzt ein bisschen voneinander wegkommen können und sich Richtung Männer orientieren können. Ich bin gespannt, wie das so weiter anhält, oder? Du machst deinen Job hier außerdem auch sehr prima. Oh, vielen Dank. Sehr gerne. Dann schönen Abend noch, ja? Ja, eine gute Nacht. Ist ja, so sympathisch, oder? Oder nicht? Der Butler ist so süß.
Echt schöner Sternenhimmel heute. Ja. Ich bin echt froh, dass das alles so geglückt hat. Wie bitte? An alle Schweizer, die zuschauen, ganz liebe Grüße gehen raus. Natürlich muss ich auch ab und zu mal einen schweizerdeutschen Satz mit einbauen. Ja, muss einfach sein. Also Grüße an die Schweizer, die da zuschauen, gehen raus. Much love. Weiter geht's. Sorry, ich bin echt froh, dass das alles so geklappt hat. Ja. War doch ein schöner Kuss, oder? Er hat doch schon gut ausgesehen. Aber was ich dazu gerade noch sagen wollte, ich kenne das ja eigentlich nur so aus Filmen oder aus Serien, so diese Kusssituation, diese Kussszenen. Man kann das als Zuschauer nie so richtig zuordnen. Wie ist das, jemanden zu küssen in einem Film oder bei so einem Dreh? Und ich habe jetzt die Erfahrung so gemacht, boah, es war brutal. es ist wie eine Szene wie jede andere auch. Also man muss jetzt nicht irgendwie denken, so, oh, krass, sie haben sich jetzt geküsst. Da läuft bestimmt auch in Real Life irgendetwas oder nicht. Man weiß es ja nicht. Aber was ich dazu sagen kann, das ist eine Szene wie jede andere auch. Ob ich jetzt mit ihr normal spreche, ob ich ihr irgendwie, keine Ahnung, irgendwas anders mache und... Der Kuss ist eigentlich genau dasselbe. Es gehört einfach dazu, es ist Schauspiel und ja, so ist es da. Du bist so verwillig, ohne Witz. Ist das dein Ernst? Leute, der war echt, ne? Das war nicht gespielt, der war echt, da hat sie echt schön durchgezogen. Da haben wir darüber noch ein bisschen diskutiert, wie machen wir das jetzt? Faken wir den irgendwie oder halte ich die Hand hier hin und ich meine dann einfach, nee, komm, lass es authentisch wirken, zieh einfach durch, ist egal, zieh einfach durch, hau rein und das hat sie dann tatsächlich auch wirklich schön gemacht. Also danke Uli für diese Ohrfeige. Ey. Und so einer soll ein Vater für mein Kind werden? Er hält es nicht mal eine Nacht mit mir aus. Ich bin so enttäuscht von Alessio. Und außerdem frage ich mich, wie Marie ihn aus dem Bett gelockt hat. Du hier? Ja, ich wollte ein bisschen mit dir reden. Oha, chill mal ein bisschen. Wie hast du denn geschlafen? Chill mal ein bisschen. Sie chillt doch voll. Sie sagt noch gar nichts. Werd mal ja. Warm. Ja, aber es gerade habe ich gut geschlafen. Kannst du nicht warten? Ja. Sag mal, wie gut verstehst du dich eigentlich mit Marie? Sehr gut. Wir teilen uns auch ein Zimmer. Okay, also seid ihr so richtig Freunde? Scarlett macht das schon auch sehr gut, ne? Sie ist wirklich so ein bisschen hinterlistig. Also in der Serie natürlich. In Real Life ist sie mega, mega lieb und süß. Also die spielen das eigentlich auch gerade echt gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, ich mag das Mädchen voll. Ich finde sie voll süß. Irgendwie so wie, sie ist auch die Einzige, die jetzt hier mit mir ins Zimmer teilen will. Und das Ding ist halt so... Sie hatte voll den krassen Plan. Plan? Ja, irgendwie meinte sie, hat sie mir gestern so erzählt, dass wir könnten ja vielleicht so zusammen den Schlüssel von dem Butler nehmen und dann könnten wir uns halt vielleicht so zusammen in Alessios Zimmer und ich fand das halt voll krass, so, sie ist voll schlau. Das ist auch noch hübsch. Ja, euer Plan hat wohl anscheinend geklappt, aber sie hat es halt ohne dich gemacht. Ich habe sie gestern Abend gesehen, wie sie Alessio draußen geküsst hat. Was laberst du? Ja, draußen im Garten. Und was hast du gesehen? Mhm. Marie. Ja. Diese Marie. Mhm. Diese Marie, ja. Wann hat sie bitte Alessio geküsst? Gestern Abend, gestern Nacht. Mädchen, schwör? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das gesehen. Digga, wo ist Marie? Ich glaube, sie wollte mit ihm im Gemeinschaftsraum Billard spielen. Sie wollte was? Ja, sie wollte Billard spielen. Digga, ich mach das Mädchen so fertig. Sie ist im Gemeinschaftsraum, ja? Sie wird so sehen. Ja, ich glaube, es ist nicht so cool, wenn Fatima ausrastet. Das ist nicht so cool. Oh, ich sehe gerade, es dauert ja nur noch 2 Minuten. Krass, wie die Zeit vergeht. Weiter geht's.
Was machst du denn hier? Ja, Mädchen, willst du mich verarschen? Du hast die ganze Zeit den Schlüssel gehabt. Ja, und? Lach noch einmal, wenn ich mit dir rede, okay? Was willst du machen? Hab Respekt vor mir. Warte mal, ich bin nicht hier, um beste Freundinnen zu werden. Das ist ein soziales Experiment. Wallabila, wie kannst du so frech sein? Wie kannst du frech sein? Ist das dein Ernst? Du wirst gleich so sehen. Du wirst gleich so eine Bombe von mir kassieren. Und was willst du machen? Was ich mache? Ja. Soll ich dir zeigen, was ich machen werde? Weil ich werde dich gleich so umbringen. Deswegen bitte verpiss dich lieber einfach. Sei mal leise. Was ist los? Digga, der hat gerade den Schlüssel gehabt. Ruhig. Ich schrei mal nicht so rum. Ganz ehrlich, mir wird das jetzt zu viel. Ich gehe. Ja, verpiss dich mal lieber. Ja, ein bisschen Drama natürlich wieder mit dabei. Ein bisschen Drama, das gehört einfach dazu. Ja, cool. Ich sage jetzt noch nicht zu viel. Weiter geht's. Was machst du hier? Der Blick von ihm einfach. Oh, göttlich, göttlich. Schön. Aufziehen. Und dann? Hallo? Aber das ist nicht meine Schuld. Ich meine, du hattest nie Zeit für mich. Das war schon lange keine Beziehung mehr und das weißt du selber. Was verstehst du eigentlich unter einer Beziehung und schämst du dich nicht wirklich? Ich finde das so geil. Wie Jonas das einfach durchzieht, auch beim Küssen. Den Rücken? Ja. Mega. Ja, das war's auch schon wieder. Folge 5 von Villa der Liebe. Cool. Also ich finde, ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, es wird von Mal zu Mal immer wie besser. Also ernsthaft, meine ich echt ernst. Ich finde zum einen das Schauspielerische, unter anderem, also gut geschnitten, Musik, Ton war schon immer Weltklasse. Aber ich glaube, man merkt jetzt auch mit der Zeit das Gefühl vom Schauspielern und diese Sicherheit und ganz viel Improvisation, meine Damen und Herren. Ganz viel Improvisation, was man natürlich nicht weiß als Zuschauer, steckt dahinter. Und ich glaube, das ist echt auch das wieder eine mega gelungene Folge und generell ein total gelungenes Format. Also ich freue mich mega auf die kommenden Folgen noch. 12 sind es ja insgesamt. Wir sind erst bei der 5, also es steht noch einiges vor uns. Und genau, ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Ob es ein Reaktionsvideo ist oder vielleicht wieder mal ein Motivationsvideo wie das letzte. Da waren die Kommentare auch mega positiv, hat mich mega, mega gefreut. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.